Ich begrüße euch total und recht herzlich. Heute ist dieses Video, bleibt bitte dran, denn dieses Video, dieser Clip hier bei YouTube, Facebook, ist für euch. Ihr seid genauso Entertainer wie meiner einer auch. Ihr hört jetzt ein leichtes Geräusch, dieses, ich bin mal im Ruhig. Ich arbeite gerade und nutze die Zeit und ich spreche jetzt auch deutlich und laut und will euch erreichen, jeden einzelnen von euch, die dasselbe machen, arbeiten vor der Kamera. So, ich möchte einfach mal wissen, wieso, weshalb ihr mit diesem Medium, das ist ein Medium, arbeitet. Seid ihr wirklich tatsächlich schon 100% digital oder habt ihr auch noch Analogie? So, Analogie habe ich Personen und die sind auch Künstler und auch die arbeiten wie ihr auch mit Kamera oder vor der Kamera, überwiegend mit Kamera. Diese Person habt ihr noch nie gesehen. Ihr habt vielleicht von diesen Menschen, wovon ich jetzt rede, ihren Gegenstand an der Wand hängen. Das hier ist ein Künstler aus München-Gladbach, der halt erstklassig Hardcore Bild generiert, aufnimmt und daraus Kalender und diese Kalender anbietet. Ist ein freischaffender Künstler. Und warum er unbedingt jetzt als Landgericht, weiß ich nicht, müsste ich ihn mal fragen, weil jeder Künstler hat ja irgendetwas, wie meiner einer auch. So, dieses Video hier ist oder mag lang werden und nicht für jeden erreichbar, weil viele keine Lust haben, einen zuzuhören. Besonders nicht, wenn man diese Person, die ihr jetzt hier seht, nicht kennt, nicht wirklich tatsächlich kennt und auch nicht wisst, wieso, weshalb, warum er jetzt hier gesessen und euch angesprochen. Ich spreche jetzt euch an, okay? So, vor sehr langer Zeit, wie alles angefangen in der Welt der Analogie, wo diese Technik schon da war, weil diese Technik gibt es seit 1800 und Laterna Magica und von Herrn Edison. Edison hat diese Cinematik erschaffen auf Normalstrom und nicht Wechselstrom. Das hat nicht funktioniert. Da komme ich aber gleich an. Ohne Herrn Edison wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Auf Deutsch, ohne einen wirklich tatsächlichen Erfinder würden wir gar nicht irgendetwas machen können. Irgendjemand hat etwas erfunden und ich muss einfach nur sagen, dieser Erfinder, egal wer es war einsam, hatte zwar eine Familie, das ist richtig, persönlich kein Geld, keine Macht, aber er hatte was. Edison hatte was, ohne Edison hätten wir das alles nicht, vergesst das bitte nicht. Ja, ist auch egal, darum geht es nicht. Worum es mir hier heute geht, ist, dass ich das große Vergnügen hatte, wirklich, als Jugendlicher, ab 6 und 10 Jahre alt, waschechte, wirklich, waschechte Indianer kennenzulernen. Die ich kennengelernt habe, hier in dieser Stadt, bei der Firma Rosskoten. Warum, wieso, weshalb, weiß ich bis heute nicht, warum dieser Indianer da war. Er nannte sich zwar auch Sitting Bull, ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich waschechter Sitting Bull war. Jedenfalls war das ein echter, wirklich tatsächlicher Indianer. Ja, aus Amerika. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass durch das Kennenlernen der damaligen Zeit ich halt inspiriert wurde. Ich höre jetzt noch dieses Singen und Tanzen. Ja? Ich habe auch lange Zeit die Sachen getragen, nicht dieses, sondern das Geschmeide, Uhrwerk und ja, das Geschmeide halt, was die da so hergestellt haben. Es war irgendwie, es war nicht günstig, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht hier um Reichtum. Dieses Video, was ich jetzt hier mache,
bitte genau hinhören. Ich weiß, es ist langweilig, mag sein. Aber ihr seid ja jeden Tag dran. So, dann wollen wir mal direkt einsteigen. Dank dieser Technik erleben wir uns. Und ihr seid die waschechten TikToker. Seht ihr, ich habe gerade an und schon, werde ich hier mit Studien voll und was weiß ich nicht alles. Ne? So, da haben wir was. Hier wird sofort Werbung. Keiner weiß wirklich, was das soll. Macht jetzt die Impfung das Wattestäbchen Corona negativ? Fragezeichen. Nein. Also mit anderen. So, das war gestern in Stuttgart und so weiter. Worauf will ich hinaus? So, zum ersten Mal, wo bemerkt, zum ersten Mal können wir ruckzuck mit allen Techniken, die wir haben, irgendwo einsteigen. Ja? So, mit solchen Tablets können wir arbeiten, wir können mit Smartphones arbeiten, ich könnte euch noch mehr andere Sachen, wir können mit allem arbeiten. So, jetzt steigen wir da einfach ein, jetzt wären wir zum Beispiel bei YouTube. So, ihr seht da gerade etwas, was ich mir da hochgefahren, weil ich hier wirklich am Arbeiten und diese Arbeit nutze ich jetzt, um vor der Kamera zu arbeiten. Ja, meine, okay, da habt ihr mich gerade erwischt. Arbeit. Ich liebe Arbeit, ich liebe auch die elektronische Arbeit. Ich habe heute mal den Fernseher hier angelassen, ich weiß gar nicht. Ne? Er fluktuiert, weil die Synchronität der Kamera mit dem Bildaufbau, das ist ein Plasma, irgendwie nicht so entschuldigt, dass das flackert. Ich weiß, dass das flackert, weil ich kenne die Kamera. So, ich persönlich sehe hier ein perfektes Bild. Ich habe hier auch alles perfekt und ich habe auch hier alles perfekt. Aber durch die damalige Unterhaltung mit Naturvölkern weiß ich, dass nichts, gar nichts perfekt ist. Auch die Natur persönlich ist nicht wirklich tatsächlich perfekt. Aber eine waschechte, erstklassige Symbiose. So. Wir hier haben keine Symbiose. Diese Videoclips werden angegriffen. Wir leben in einer merkwürdigen Zeit und darauf will ich jetzt hinaus. Ich muss sehr vorsichtig umgehen, weil ich euch erreichen möchte. Und ihr macht, wie gesagt, diese Videoclips. Ich kann jederzeit da rein. Jederzeit kann ich da rein, drauf drücken. Und seht ihr, sofort Werbung, ja? Die haben ihr Alter da, die gibt es schon sehr lange. Cheech und Chong sehe ich gerade. Das ist Cheech und Chong. Ja, genau. Cheech und Chong. Erkläre ich auch gleich. Ja, und da ist wieder aus irgendeinem Film. Warum darf ich dann mit dem Test, den die Kinder in der Schule machen, am Nachmittag nicht mehr Sport machen? Okay, okay. So, worauf will ich jetzt mit diesem Video hinaus? Habt ihr gemerkt? Jeder von euch nimmt ja irgendwas in die Hand und ist dann involviert. Er kann sich angesprochen fühlen, er kann sich nicht angesprochen fühlen oder ihm ist wirklich alles total egal. Also ihr merkt, wir sind immer durch drei zu teilen. Wenn einer unbedingt gut sein will, er will immer gut sein, dann lebt er natürlich einseitig. Ich möchte persönlich hier erklären, bin global. Ich höre mir alles an. Und entscheide dann für mich persönlich selber, ob ich die Zeit nutze, so wie jetzt. Ich nutze die Zeit, weil ich hier schwer am Arbeiten bin, um nicht nur mich selbst zu beschäftigen, sondern auch zu hinterfragen. Ich hinterfrage die gesamte elektronische Welt. So, was ich nämlich machen kann, das könnte ich jetzt auch mal machen eben. Ja genau, das kann ich hier machen. Ich steige mal eben bei YouTube ein und pass mal eben auf. So, ich steige jetzt mal eben bei YouTube ein und ja, ich zeige euch den Boris Reitschuster, zeige ich euch jetzt. Achtet mal drauf. Dieser junge Mann. Ne? Zack. Das ist die moderne Technik, die ich jetzt euch auch vorführen möchte. So. Ich weiß nicht, ob es laut ist, will nicht hoffen, dass es zu laut ist. Gott sei Dank, ich habe leise gemacht. Weil manchmal weiß ich nicht, ob ich drauf gedrückt habe oder nicht. Ich möchte jetzt den Ton nicht. Also Liberty News Berlin,
ja, von Herrn Reitschuster, Pianist Arne Schmidt mit Freiheitssong in Magdeburg. Jetzt frage ich euch, ich habe das also von da nach da jetzt übermittelt, und ich frage euch wirklich tatsächlich Freiheit. Was ist Freiheit für dich? Was ist Freiheit überhaupt? Welche Freiheit magst du überhaupt? Ich rede jetzt von dir als Zuschauer. So, du siehst jetzt diesen Videoclip. Ich bemühe mich daraus, irgendetwas zu machen, dass ich dich also auch richtig gut informiere und aber auch gut versuche zu unterhalten. Also, dass du deine Zeit nicht verschwendest, jetzt dieses Video gesehen zu haben. So, es gibt Verschlusssachen, die ich da übermittle. Ich kann jetzt hier alles übermitteln. Also alles, was ich sage, kann ich übermitteln. Hier, Rechtsanwälte, die beim Spazierengehen festgenommen wurden. Ne? Hier. Also ich mache heute mal ein anderes Video, und ich, wie gesagt, das ist nicht so 100%, weil die Kamera, habe ich vorhin erklärt, ja, der Zeilenaufbau. So, hier, Liberty News Berlin, so heißt das. Schaut euch das bitte mal an. Das hier ist der Rechtsanwalt, der das aufnimmt da. Jeder hat so ein Teil in der Hand, ist unterwegs. Warum ich das jetzt sage, ist, wie gesagt, ich habe das gelernt. ich habe das gelernt vor vielen, vielen Jahren mit solchen kleinen Super 8, Normal 8. Davor habe ich noch Rollfilm, kann ich auch noch raussuchen. Und. Also wie gesagt, ihr seht da jetzt, wie die festgehalten werden. Ist das die neuartige Kommunikation? Ist das die neuartige Streitkultur? Ja? Man kann es ja jetzt sehen, wie man will. Der junge Mann hat richtig schön aufgerüstet da, arbeitet also nur noch hiermit. Ich bin schon perplex, warum ich solche Kameras habe, mir Mühe gebe. Ich bin total perplex, dass ich mir überhaupt Mühe gebe, hier zu sitzen und mit euch überhaupt zu sprechen. Ja? Ich könnte jetzt alles Mögliche hier, ja, darüber schicken. Das ist überhaupt kein Thema. So, ich kann euch den Edward Snowden da eben zeigen. Ist also kein Thema. So, man kann in der heutigen Zeit mit der neuen Kommunikation mit euch arbeiten. Ihr merkt, dass diese Sachen natürlich auch, das ist der echte Snowden, wo man merkt. Und man hätte, wie ist die Überwachung heute organisiert, ja? Worauf will ich hinaus? Ich möchte darauf hinaus, dass alles manipulierbar ist. Ihr könnt wirklich tatsächlich hier, ich habe eine Frage, ich habe wirklich jetzt eine Frage, warum kommt man auf das schmale Brett, was ihr da jetzt seht? Warum sollte der Mond mit einer Atombombe bombardiert werden? Warum? Da frage ich euch jetzt wirklich, warum? Ja, also die hier, seid bitte vorsichtig, das ist Fun. Fun gehört zum ZDF, ja. Seht ihr? So, Fun gehört zum ZDF. Das ist das zweite deutsche Fernsehen, das über Fun YouTube, das gibt es nur bei YouTube, dieses da. So, eine Frage, wie kommt das zweite deutsche Fernsehen über den Jugendsender Fun auf das schmale Brett, den Mond mit Atomwaffen zu bombardieren? Das frage ich euch jetzt. Warum? Wieso? Wieso soll der Mond mit einer Atomwaffe, mit einer Atombombe bombardiert werden? So, wenn die Atombombe auf dem Mond explodiert, ja, das ist absolutes Vakuum, ihr wisst, was passiert, wäre ein alles voller Glas, so ungefähr, aber nur durch die Hitze, weil so richtig, wie wir es kennen, würde das dann nicht passieren. Frage, wirklich, wieso werden Jugendliche über Fun, was zu ZDF gehört, ja, warum? So, dann steht hier Tiefseebombe, ja, dann hier, warum soll man den Mars nicht bombardieren? Ich frage euch wirklich, merkt ihr eigentlich noch, was überhaupt los ist, ja? So, ich schicke euch jetzt mal ihn da hoch, und zwar der wirklich tatsächlich beim zweiten deutschen Fernsehen richtig tatsächlich, ja, bezahlt wird. Noch einmal, ich entschuldige mich, das ist nicht synchron. Okay, also hier läuft alles synchron, ist klar. Wir haben Hightech ohne Ende.
So, der Harald Lesch, Gott und die Welt. Harald Lesch erklärt euch die Welt, wie uns erklärt wurde durch Hermann von Ditfurth und wie die alle geheißen haben. 1960 war das Fernsehen noch Bildung. Ja? Und könnte ich hier raussuchen, ist kein Thema. So, was ihr seht im Fernsehen, was ihr seht bei YouTube in der Qualität, ist das öffentliche Fernsehen mit 50 Firmen, die gesteuert werden durch die Firma Tube One und Webdia, die also richtig Geld haben. So, hier zum Beispiel der Herr Bloch. Der Herr Bloch gehört zur Bild. Bild hat, also die Zeitung Bild, hat ja auch Bild News, Bild Sport. Vergesst das bitte alle nicht. Die jetzt natürlich hier im elektronischen Bereich. Natürlich haben die Werbung, weil die kriegen Werbung, weil die genügend Einschaltquoten haben. So, das hier ist noch Werbung, ein paar Sekunden. Und jetzt kommt Herr Bloch. Und immer noch nicht. Seht ihr, Bild-Zeitung hat natürlich ein bisschen noch da jetzt. Das ist Herr Bloch und der zeigt euch Autos und läuft da in München rum. Es ist nicht so einfach, ich darf ja auch nicht allzu viel erzählen, weil im Beruf sollte man auch die Klappe halten, das ist richtig. Aber ich möchte euch heute mal auf den Weg bringen. So, ihr bekommt, wer sich wirklich tatsächlich für die Welt der Elektronik interessiert, kann er ja viele Fragen stellen. Er kann auch Fragen stellen, kann ich außerhalb der Erde auch leben? Jeder kann sich selber die Antwort geben, aber durch die Welt der Elektronik kann das, wie gesagt, kommen. Ja? Ihr merkt, ich habe heute ein bisschen Ruhe. Ich vermute, die Damen und Herren, die mich sonst hier kontakten, sind heute irgendwie am Schlafen, ist auch gut so. Dann kann ich immer ein bisschen. So, was mich bewogen, heute solch ein Video zu machen, ist auch, dass man sehr viele Informationen bekommt. Momentan krassiert diese Information, dass in Kanada, in einem sogenannten, Kanada, Überreste gefunden von über 200 Menschen. Diese Jugendlichen sind alle umgebracht worden, die man da jetzt sieht, ja. Das ist der Governor, der Ministerpräsident von Kanada. So, das kann es ja alles nicht sein. Ja, deswegen, wie komme ich da drauf? Also ich hatte dieses Video gesehen und hatte mich dann, wie gesagt, an die Urvölker, ne, die leben nicht in Kanada, Nevada, das ist Amerika. Aber, da ich mich daran erinnere, nicht nur die Klänge und das Sehen und die Atmosphäre Urvölker, bin ich auf den Nenner gekommen. Was sind wir eigentlich? Wir sind keine Urvölker. Ich bin Europäer, deutscher Abstammung jetzt hier und lebe hier und mache gerade Videoclips für euch, die mich sehen und gar nicht wissen, worum es geht. Ihr müsst mir natürlich schon versuchen zuzuhören. Ich rede an sich nur an die Leute, die jeden Tag mit der Kamera arbeiten, die uns jeden Tag hier etwas verkaufen wollen. Ja? So, zum Beispiel Amazon fängt jetzt hier auch an. Aber das mache ich jetzt weg, das muss nicht sein, ich muss jetzt hier keine Werbung machen. So, es geht immer schön weiter, verscharrte Kinderleichen kann ich jederzeit draufdrücken, dass ich mich immer umdrehe, ist, weil ich jetzt kein Gegenpendant habe, um zu wissen, ob das funktioniert oder nicht. Doch, funktioniert. Also grausame Funde, ich gehe jetzt davon aus, dass es funktioniert, was ich jetzt hier mache. So, dann wird uns erklärt, was passiert, wenn wir sterben. Ja, ich möchte euch einfach nur mal jetzt in diesem Videobeitrag zeigen, was passiert, wenn man sich mit dieser Welt digital beschäftigt, so wie ich mich jetzt gerade hier beschäftige. Was ich hier so mache, habe ich jetzt einfach mal aufgezeichnet und ich frage euch wirklich tatsächlich, wenn das alles so Sachen sind, weil hier die Pyramiden werden uns ständig erklärt, auch von Herrn Tesla, ja, und dann werden uns die ehemaligen Filmstars gezeigt, wie sie heute sind. Ist doch klar, die haben heute auch 20, 30 Jahre auf dem Buckel, sind auch um die 50, dass sie anders aussehen, wie ich auch aussehe, ist doch wohl klar. Ja? Dann hier wird ja auch sehr viel Quatsch uns gezeigt. Es gibt keine Riesenköpfe, es gibt auch keine Riesen, gab es alles nicht. Aber es wird halt gemacht, ja.
Es wird behauptet, man hat 15 verschiedene Sachen da entdeckt, die gar nicht entdeckt wurden. Oder hier wird behauptet, dass man irgendwas Schockierendes gefunden hätte. Und das hat man aber nicht. Und da bin ich jetzt im Kern des Videos. Im Kern des Ganzen. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen in der Welt der sogenannten Fantasie. Wir sind hier in der Welt der Fantasie und die Welt der Fantasie ist jetzt digital geworden. So, früher brauchte man so etwas, weiß jetzt nicht, was jetzt hier runtergefallen ist. So, brauchte man das und hat das auf und fertig gemacht, wurde in einem Labor belichtet und dann konnte man sehen, was man aufgenommen hat. Manchmal war man hochgradig enttäuscht, deswegen komme ich nämlich auch darauf, weil ich einen Kunden habe, das ist ein Kundenauftrag, was ich hier in der Hand halte. So, der Kunde hatte mir das hier gegeben und er sagte, Papa hätte das aufgenommen, aber er weiß nicht, was man oder wie man und so weiter. Er hat also keine technische Ahnung, er hat zwar viel Geld, der Kunde, und hat natürlich Apple. So, und auch Apple funktioniert halt nicht so, wie auf einem Microsoft-Rechner. Also, ne? Ja, alles so einfach ist es nicht. So, wir wandeln das gute Stück analog zu digital, müssen es dann konform machen, damit man es hier sehen kann. Man muss halt konvertieren. Das ganze Leben muss heutzutage konvertiert werden, wenn wir digital uns unterhalten wollen. Dass das da jetzt klappt. So, angeblich zeige ich euch nochmal was Seltsames, was im Eis gefunden wurde. Also demnächst setze ich mich wirklich so anders hin. So, seltsame Dinge, die angeblich im Eis gefunden wurden. Ja, dann könnt ihr euch ansehen, wie ein Mensch mit Wölfen lebt. So, und jetzt könnt ihr euch mal eine Frage stellen, wenn euer Kopf getrennt wird, wie lange er noch leben würde. Ja? Wie lange kann ein Kopf ohne Körper weiterleben? Könnte. Ja, dann könnt ihr euch solche Fragen, ja, leben als deutscher Soldat. Ja? Mal gucken, was hier passiert. Natürlich erstmal wieder Werbung, merkt ihr eigentlich. Also noch einmal. Gewisses, wie war das Leben als deutscher Soldat im Zweiten Weltkrieg? Und was bekommt ihr? Ihr bekommt jetzt erstmal ganz viel Werbung, weil man damit unheimlich viel Geld machen kann. Das ist die andere Seite. Da seht ihr, das ist natürlich auch ein Spielfilm. Das sind Originalaufnahmen aus dem Spielfilm mit Herrn Walz und so weiter. So, ich mache nicht allzu lange, weil die ist schon merkwürdig. Also, Leben als deutscher Soldat, paar Sekunden später kommt Kiel holen. Kiel holen, einer der brutalsten Strafen in der Geschichte der Seefahrt. Ja? Die wurden vorne am Bug, wurden die Leute eingelassen und dann wurden die einmal rübergeholt. Fast 95% oder 99% haben das nicht überlebt. Das Ganze. So, dann gab es eine römische Demizierung. Wer weiß, dass die Römer demiziert wurden? Also Dezimierung. Die Dezimierung, eine der brutalsten Strafen der römischen Armee. Wer von euch, ich meine, ist das hochgradig interessant zu wissen, wie die Römer verkleinert wurden, also wie sie bestraft wurden, wenn sie nicht das gemacht waren, was sie hätten machen sollen. Und jetzt zeige ich euch jemanden, der für diese Sendung vor Gericht gegangen ist. Ja? Der Herr Küppersbusch kommt aus dem WDR, ja? Und hat auch jetzt sein Alter. Das ist Herr Küppersbusch aus dem WDR, der hat also gute Sendungen da gemacht, nur der WDR ist ja nicht mehr so frequentiert. Also er macht gute Sendungen. So, Dreikampf, Baerbock und die Prozentrechnung, ja? Baerbock und die Prozentrechnung. Wie gesagt, ich lasse den Ton weg. Ich möchte das nur anmerken. Ja? So, hier wird zum Beispiel behauptet, also Herr Lafontaine klagt Frau Baerbock, er ist ja Anwalt, also er beklagt hier jetzt nicht wirklich vor Gericht, aber er als Anwalt spricht die Sprache, weil Frau Baerbock bejaht ja die völkerrechtswidrige Kriege. Also Frau Baerbock, mal gucken, ja, sie da,
Also Frau Baerbock ist für Kriege. Ob das alles stimmt, weiß ich nicht. So, mit ihm hier bin ich manchmal am Hadern. Weil die Wutreden von Christian Lindner, die bin ich, will jetzt nicht näher eingehen, okay. Aber, so, im Bundestag hat er zig Wutreden drauf. Ja, ihr merkt, diese kriegen noch niemals Werbung, also ihr müsst schon aufpassen, was er da abruft. Ja, einige werden richtig gut bezahlt und einige sind wirklich tatsächlich und die bekommen dann halt auch keine Werbung. So, dann gibt es natürlich diesen Herrn hier, den Herrn Hofreiter. Den Herrn Hofreiter schauen wir mal, aber auch ohne Werbung. Ja, haben wir großes Glück, der wird jetzt gerade angegriffen. Der flippt dann natürlich aus. Ne? Hofreiter flippt aus bei der AfD-Rede von Curio im Bundestag. Gezeichnet BR24. So, ich habe hier YouTube. Wie ihr seht, arbeite ich damit und ich bin verbunden und ich kann es euch zeigen. Diese Dame ist auch hochgradig gefährlich. Sie kommt aus der Schweiz, die Frau Weidel. Scheiße. Ich meine, sie sind alle hochgradig gefährlich, die da im Bundestag arbeiten. Ja? Hier zum Beispiel angeblich ist diese AfD jetzt gerade so eben mit einer Lüge aufgefallen. Sie haben da irgendwie gelogen und AfD im Bundestag beim Lügen ertappt. Beispiel Hochschulpolitik. So, die Hochschulpolitik wurde angegriffen. So, jetzt haben wir natürlich einige Leute, Mr. Mundschuh, sag ich jetzt mal, diesen Herrn, ich weiß nicht, ob da jetzt Werbung drauf donnert, Mr. Mundschuh, ne? Die beiden hier, er hier und der andere, Comedian, hochgradig gefährlich. Wie die Pandemie anfing, haben die beiden, er hier links besonders, hat hiermit angefangen, ja? Und zwar gehe ich, ich lasse es jetzt einfach mal laufen, ich werde es aber gleich wieder ausmachen, weil irgendwie, ja, den, okay, den muss ich einfach mal zeigen, das ist sehr, sehr lange her, aber ich meine, wir hatten alle unsere, na, ist weg, ist egal, Klaus Kinski müsst ihr jetzt euch nicht anschauen, der hat ja richtig Gas gegeben. So, also YouTube kann ich übermitteln, hier Instagram. So, Instagram kann ich jetzt nicht übermitteln, wüsste ich jetzt nicht, will ich jetzt auch gar nicht. So, das sind immer dieselben bei Instagram und wie die Pandemie anfing 2020, hatten ja die ich da euch gezeigt habe, Mundschuh und, guck mal, auf den anderen Comedian komme ich jetzt gar nicht, aber die beiden sind jetzt im Disput, muss ich auch gleich wegmachen. Dann, also die Manipulation der Digitaltechnik, darauf wollte ich jetzt an sich mal hinaus. Ihr merkt, was man alles machen kann. Ich spreche hier dieses Video an alle Videokünstler, die tagtäglich mit dieser Technik arbeiten. Was wollt ihr wirklich tatsächlich den Leuten geben, die überhaupt keine Ahnung davon haben, die halt das angreifen? Ich bin es ja gewohnt, ich mache es ja extra, um festzustellen, woher kommt denn das Ganze? Dass sie sich auch merkwürdig verhalten und dass sie sich auch merkwürdig also, sie sprechen ja auch merkwürdig. Sie kenne ich gut. Sie macht immer Werbung für Gesundheit und das ist ihr Lieblingshund. Der ist ein unheimlich toller, ein tolles Tier. Ja, hier macht sie auch, hier zeigt sie euch gesund essen mit Quark und so weiter. Und da ist auch der Hund, der wirklich, wirklich Glück hat, dass er bei ihr ist, weil er hat da sogar Sound dabei. Ja. Nein, wirklich. Also, manche haben ein tolles Leben und ich sag auch, dass es super ist und es macht richtig Spaß. So, da haben wir die nächste junge Dame, die zeigt uns Pia Stutzenstein, den Namen darf ich ruhig nennen. Sie zeigt immer so Sachen. Ich hoffe, dass sie bald wieder arbeiten darf. Ludewig ist klar, dass die präsent ist und auch ihre Sendung präsent richtig zeigt. Online und das alles. So, wie gesagt, ich habe heute ein bisschen mehr Glück wie sonst. So, da haben wir so einen jungen Mann hier, Never Forgotten. Never Forgot Nikki, weiß der. Nikki ist ein Blogger und sehr, sehr junger. Ich finde es hochgradig interessant. Sehr, sehr jung. Und so, sehr, sehr jung. Und will uns das Leben erklären. Ich finde es hochgradig interessant. Die Welt der Technik.
So, die Welt der Technik fing bei mir an mit Rollfilmen, die habe ich jetzt nicht da, und Single 8, Normal 8 und so weiter. So, die Welt der Technik ist eine Technik, die an sich die Welt gar keiner gesehen hat, weil ich unter Verschluss war. Nach dem 19., also nach Laterna Magica, nach der Erfindung und dem Niedergang von Normalstrom, weil Wechselstrom und wie die alle geheißen haben, haben gesiegt, gewonnen, und er musste halt den Niedergang über sich ergehen lassen. Edison, Alpha, na, also Herr Edison. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten vom 18. Jahrhundert angefangen mit der Welt der Industrie und nachher Industrie 1, 2, 3, 4 und jetzt sind wir bei 4. Ich möchte nicht wissen, wie die Industrie 5.0 aussehen wird. Kann ich mir jetzt auch gar nicht vorstellen. Digital haben wir. Wie digital soll das noch werden? Kann ich dann demnächst hier mit meinen Händen reden und ihr könnt das dann direkt sehen? Ich weiß es nicht. Ich habe mir wirklich die allerneueste Technik angesehen. Wirklich die allerneueste Technik. Das ist ein Armband. Kann man nicht leisten, aber na, okay. Ein Armband. Und dann wird das Telefon hier drauf gestrahlt und ihr könnt dann da drauf rumtippen. So, dann gab es ein Gerät, das wurde im Nacken angesetzt, Knick-Knack-Bone hieß das, und ihr konntet, ja wirklich, auf euren Knochen Musik hören und so weiter und so fort. Ich weiß natürlich nicht, das sind ja alles Resonanzen und ihr seid selber ein Resonanzkörper. Versteht ihr, was ich meine? Die Technik ist da. Und ob ihr nur Chip tragen möchtet oder kein Chip tragen möchtet, ob ihr wirklich tatsächlich nur noch so leben möchtet, damit Geld bezahlen, höfliche Frage. Wenn ihr kein Bargeld mehr habt, nur noch das hier. Und wenn das runterfällt und kaputt, habt ihr auch kein Geld mehr. Schon mal aufgefallen? Wie wollt ihr denn ein neues Gerät kaufen, wenn das Gerät kaputt ist? Du kannst ja nicht 2, 3, 4, 5 Geräte kaufen. So viel Geld hast du doch gar nicht. Hat keiner von euch. So. Wenn du also in einer digitalen Welt lebst, total digital, du bezahlst digital, du kaufst ein digital, aber wenn der Strom weg ist und der Kühlschrank ist leer, wie willst du dann bitteschön digital deine Lebensmittel bestellen? Was soll das? Also, ey, merkt ihr eigentlich, und darum geht's. Ich meine, das hätte ich ganz kurz und knapp machen können. Aber ich wollte euch jetzt mal das, okay, kommen wir mal auf den Nenner hier. Digital bedeutet Illusion. Das da ist eine Illusion. Wenn du damit klarkommst, wenn du wirklich tatsächlich analog bleibst in deinem Gedankengut, in deinem Verhalten und der Umwelt gegenüber, wenn du wirklich tatsächlich analogisch vorgehst, analogisch analysierst, kommst du auch wunderbar in dieser Welt klar. Ja? So, jetzt versuche ich da mal wieder reinzukommen, um es mal wieder zu beenden. Man sollte damit umgehen können. Ja, kann man. So, ich bin jetzt, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ja, AfD, Querdenker und Spitze. Nein, weg damit. Okay, sie könnte ich, oh, ja, sie könnte ich nochmal eben. Da bin ich ja auch angegriffen worden, weil ich zufälligerweise diese Dame erlaubt habe. Diese Dame habe ich jetzt erlaubt, da die Miriam, die erzählt ja immer schöne Sachen, ja, aber sie hat es geschafft, dass 30.000 bis 40.000 Klicks, dass sie damit Geld verdienen kann. Sie kann damit Geld verdienen. So, welche Gefängnisstrafen bekommt nun der betrügerische Haufen? Also, die Politiker sind ein betrügerischer Haufen und die Miriam erklärt das ja jeden Tag. So, und dann kommt der nächste, das dicke Ende droht, mal schauen. Corona-Hammer, was uns jetzt droht. Corona-Hammer, was uns jetzt droht. Darf ich vorstellen, dieses Video bekommt wieder Werbung. Merkt ihr das? Diese Art von Video, was er hier erzählt, ja, er ist so Medien, ja, guck mal, was da oben hängt, ja, jeder weiß Bescheid, ja, so. Und er redet, Gott sei Dank hört er ihn nicht reden, ich mach's jetzt auch weg. Was droht nach dem Corona-Hammer? Dieser junge Mann hat 43.000 und er verdient wirklich Geld damit. Und das ist alles erstklassig gemacht. Ja? So, jetzt mache ich einen Spaß, der mir wirklich
Und dann haue ich auch jetzt aus dem Video aus. Ich habe ja gemerkt, dass meine Damen und Herren gerade wach geworden sind. So, das war die schönste Zeit. Die schönste Zeit, es war Klamotte. Es waren keine Spaghetti-Western, es war Klamotte. Es hat Spaß gemacht, diese beiden im Kino zu erleben. Alle Filme rauf und runter. Während ich jetzt dieses Video mache, überlege ich mir gerade, ob ich mir das nicht mal wieder zu Gemüte führe. Ich meine, ich kenne die Filme, ich war wirklich involviert. Also die ganzen Spaghetti-Dinger, auch Klaus Kinski und so weiter und so fort. Mario Adolf und so weiter und so fort und diverse andere. Ich kriege gerade hier wieder so ein Flash, aber egal. So, ich versuche das mal eben wegzumachen. Ja, wie gesagt, jetzt werde ich abgelenkt, weil alle wach werden und ich das auch langsam beenden muss und hier meine Arbeit weiterhin auch betreiben muss. Wieso, weshalb, warum habe ich dieses Video jetzt hier gemacht? An alle, die das hier alles betreiben. An alle, die damit arbeiten. An alle, die uns tagtäglich zeigen, wie wir damit umgehen sollen, wie wir Filme machen sollen und so weiter. Ich bedanke mich mit diesem Video wirklich total und recht herzlich bei allen wirklich tatsächlich sehr, sehr jungen Menschen. Klack, weg damit. Zack. Und Ende. Okay, so, ich bedanke mich total und recht herzlich. Ich möchte darauf verweisen, dass wirklich erstklassige Künstler, die wirklich tatsächlich draußen rumlaufen in der Analogwelt mit ihrem Digital und wirklich tatsächlich alles einstellen, damit solche Bilder entstehen können. Und ich bedanke mich jetzt an alle Geistvölker der Wirklichkeit, der sogenannten Indianer, besonders Navajo. Ja, okay, ihr werdet es nicht sehen, weil ihr existiert leider nicht mehr. So, Navajo. Diese Farben hier. Ich müsste in der Schublade gucken, wo ich die ganzen Sachen habe. Und die Klänge, das Tanzen, das Feuer, die Umgebung kommt jetzt als Erinnerung. Dann die Erinnerung von dem Ursprung, von 1900 angefangen. Die ersten Bilder. Ja? Dann Alpha Edison, der dann das Ganze nach vorne gebracht. Wir alle, jeder Einzelne von euch vergisst wirklich tatsächlich den Ursprung. Den Ursprung der Industrie, die Welle, die da kam. Ihr seht halt nur Kriege 1, 2. Ihr seht jetzt hier Corona. Corona ist eine Waffe. Es ist eine Waffe, um das Digitale, mit diesem Digitalen, Cyberspace, Cyberwar, mit diesem Gedankengut, damit zu spielen, um eure Analogie zu zerstören. 12-jährige Kinder waren bei mir, hatte ich in einem Videoclip erklärt, die waren, und deswegen kam ich auch drauf, deswegen komme ich auch auf diesen Monolog hier und meine Gedankengänge haue ich da in die Kamera rein und ich weiß nicht, ob ihr meine Gedankengänge und auch meine Sichtweise über YouTube, 50 Firmen, die ARD, ZDF gehören, FAN und das alles, wenn ihr wirklich tatsächlich mal mit Webdia die Firma und mit Tube One die Firma, also wenn ihr wirklich tatsächlich mit der neuartigen Struktur, wenn ihr wirklich tatsächlich mit der ganz, ganz neuartigen Struktur gearbeitet habt und wenn ihr mit eurer Familie zusammen seid und auch darauf reagiert, auf geht's zum Frühsport. Auf geht's zum Frühsport, das hat mir jemand hier zugänglich gemacht, hat mir jetzt einen frühen Morgen gewünscht. Ne? So, diese Musik weiß ja ganz genau, dass ich sie mag. Ach, herrlich. Also wie gesagt, das war jetzt ein Gruß. Diese Person ist 72 Jahre alt und kann damit schon umgehen. Ich finde es schon stark. Ja, also wir, die unser Alter haben, sind nicht mehr angesagt. Wir, die wirklich tatsächlich mit der Technik umgehen können, wirklich damit umgehen können, weil wir mit dieser Technik vom Ursprung her, vom Gedanken her,
groß geworden sind. Wir haben uns also das angehört, was Herr Edison da von sich gegeben, nicht persönlich. Boah, Leute, bei euch ist es unheimlich gefährlich, irgendwelche Sätze auf den Weg zu bringen. Meine Person hat diese Person nicht persönlich gekannt. Okay, die ja, hatte hohes Alter, aber egal, ich war klitzeklein, okay? Also alles, was ich jetzt hier, Edison und so weiter, die habe ich natürlich nur im geschichtlichen Unterricht mir angehört. Ich habe mir die Filme über diese und ich habe mir die Biografien dieser Person, ja, ob Herr Krupp und so weiter und so fort. Natürlich haben wir schon gefragt oder wir haben uns gefragt, wieso wurde das nicht zerstört? Im Zweiten Weltkrieg wurde nämlich einiges nicht zerstört. Warum, wieso, weshalb? So, wer sich wirklich tatsächlich Mühe gibt zu lernen, zu hinterfragen, muss wirklich und tatsächlich in die Analogie. Ja. Ihr müsst wirklich tatsächlich Bücher wälzen. Ich habe noch niemals. Ne, habe ich nicht. Ich habe jetzt leider kein Buch. Ich habe nur Elektronik. Okay, also mir geht es heute darum, an alle, die solche Videos da machen, ich habe euch da ein bisschen gezeigt, was ihr da so auf den Weg bringt. Ich hinterfrage jetzt mal den Sinn des Ganzen. Wieso, weshalb, warum wird das gemacht? Und wieso gibt es diese 50 Firmen, online, die zu ARD, ZDF, Deutschradio gehören, die gehören dazu. Und YouTube gehört der Firma Google. Die Firma Google hat YouTube aufgekauft, wo vorher aber Samsung drin war und Sony Entertainment. Diese Firmen, die ihr so irgendwie kennt, auch iPhone bzw. Apple, hin und wieder muss ich auf Geräusche achten hier, wie gesagt, die sind alle miteinander irgendwie, So, jetzt komme ich zum Schluss. Dieses Corona, ist euch schon mal aufgefallen, wie das alles so abgelaufen ist? Das hat nichts mit dem Virus zu tun, das hat was mit Wirtschaft zu tun, ja? Zuerst bekamen die Tantiemen sofort, das hat auch geklappt. Dann wurde das gekürzt, hinausgezögert. Dann wurden die lahmgelegt, ja? Merkwürdigerweise fahren die alle jetzt langsam hoch. Wie die das geschafft haben, weiß ich nicht, aber ist halt so. Man hat irgendetwas gemacht im Mantel von dem Wort Corona. Keiner wirklich weiß, habe ich euch ja, könnt ihr ja selber. Ihr könnt ja selber hier rauf und runter fahren und euch eure Meinung bilden. Dass ich überhaupt dieses Video gemacht, muss ich auch ehrlich sein. Ich habe mir die Mühe gemacht, während ich hier schwer am Arbeiten bin für meine Kunden, mir die Mühe gemacht, was ist wirklich, was ist Tatsache, was ist Fiktion und was wollt ihr? Was wollt ihr mit eurer Argumentation, mit eurem Angriff, mit euren Videoclips, was wollt ihr erreichen? Ich mache das jetzt halt beruflich, weil ich will gar nichts erreichen. Ich möchte einfach nur Frage stellen. Vielleicht erreiche ich ja doch etwas, dass Menschen sagen, jo, was er da sagt, stimmt, habe ich auch erlebt. Ja? Ich war auch in der Schule, ich war auch in der Klasse und ja, auch die Welt der Technik, das macht Spaß. Es macht Spaß, damit umzugehen. Nur wenn wir doch ganz ehrlich sind, wir haben doch gar nicht das Geld dafür. Wer von euch kann sich denn wirklich tatsächlich eine hochgradig, erstklassige Cinema-Kamera leisten? Wer kann sich wirklich tatsächlich hochgradige Fahrzeuge leisten, die hochgradig 500 bis 1500 PS haben. Wer von euch kann sich wirklich tatsächlich irgendetwas leisten, was schon luxuriös rüberkommt, wie Bungalow, wie Schlafzimmer, wie Wohnzimmer, oder Kino, ein eigenständiges Kino mit Umluft und wer von euch kann sich das wirklich tatsächlich leisten? Schon mal nachgedacht? Wir alle gucken immer zu den 0,5 bis 1% der Weltbevölkerung. 0,5, hin und wieder sogar 0,01%. 0,01%, die so reich sind und Sachen zeigen, die so teuer sind,
die ein Fahrzeug fahren, das 4-5 Millionen kostet, oder ein Schiff fahren, das fast 100 Millionen kostet, oder sie uns zeigen, wie man zum ersten Mal mit den neuartigen Raketen in den Orbit und dort einen Film wie Tom Cruise dreht. In diesem Jahr dreht Tom Cruise im Weltall einen Film. So, Tom Cruise ist dann als Schauspieler im Orbit und dreht, ich weiß nicht mit wie vielen Leuten, ich weiß es nicht, vielleicht, die werden sich schon irgendwas ausdenken. So, und dann habe ich gerade gelesen und gehört, dass sogar ein Russe, also die Russen möchten nicht, also die Russen schicken sofort eine Schauspielerin auch dahin. Also diese russische Schauspielerin, die halt auch sich kosmonautisch da und so weiter, fliegen also auch oben hin und drehen dann einen Film. Ich weiß gar nicht, wie lange sie da drehen wollen und wie lange das Ganze gedreht werden soll. Jeder, der weiß, wie Filme gedreht werden und jeder, der weiß, dass das hundertprozentig in Ordnung sein muss. Gut, Nachbearbeitung, das geht, ist klar, aber jeder sollte darüber nachdenken, was das für Arbeit ist und welches Risiko diese Schauspieler auf sich nehmen für diesen Film. So, und wenn wir jetzt das Ganze betrachten unter Corona, wenn schon James Bond nicht gezeigt wird im Kino, weil James Bond jetzt von Amazon aufgekauft wurde, weiß keiner, ob dieser James Bond überhaupt ins Kino wirklich tatsächlich noch kommt oder wirklich tatsächlich noch bei Amazon zu sehen sein wird. Ich kann nur fragen, gut, kann sein, dass sie diesen Bond nicht haben wollen, weil die Firma mit X, ich spreche sie jetzt nicht aus, in diesem Bond ging es an sich mal wieder um eine gewisse Armbanduhr, die verkauft werden sollte zu Weihnachten, und es ging um ein Telefon, beziehungsweise, ja, es ging um ein Phone, was ihr kaufen solltet, was Bond benutzt hat in diesem Film. Und diese Firmen waren etwas pikiert, weil die diesen Film bezahlt haben und jetzt ihre Werbung nicht an den Mann bringen. Das ist auch so eine kleine Wahrheit, die ich hier mal raushaue. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Zuschauer und vor allen Dingen ihr, die solche Sachen da machen, ihr wisst, ihr wollt Geld damit verdienen. So, ich habe ja auch gestern hier noch so ein junges Mädchen gehört, die Damen und Herren, die bei Instagram arbeiten, die also hier versuchen, mit Geld zu machen. Vielleicht habe ich Glück, nein, habe ich jetzt nicht. So, und auch, ja, also diese jungen Damen hier, die erzählen da und machen und versuchen, euch Kosmetik an den Mann zu bringen. Sie merken, dass die Influencers halt mittlerweile auch kein Geld mehr verdienen. Sie merken, dass die Influencers, wie gesagt, auch nicht mehr so ankommen, wie das alles mal war. Denn digital kann jeder, digital kann auch jeder nutzen. Juhu, wach geworden. So, ihr habt das gerade live mitbekommen. Gut. Herrlich, herrlich. Ich grüße dich total und recht herzlich. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Sonntag und bald ist der Juni da. Du weißt, was ich damit meine. Und ich wünsche dir einen wirklich total süßen guten Morgen erstmal. Wach werden, Kakao trinken, in Ruhe. Ja, wir erleben uns. So, man kann seinen Liebsten, den man jetzt hier nicht sieht, wohlgemerkt, das ist für mich Arbeit. So, ich wurde gerade von meinem Liebsten hier gerade kontaktiert, guten Morgen. Und dann steht da etwas, was jetzt euch jetzt privat nicht angeht, weil es privat ist. So, ihr merkt also, durch dieses Video, ich weiß nicht, ob ihr es wirklich verstanden habt, worauf ich zielen möchte, warum ich das gezeigt habe. Und warum ich damit arbeite und warum ich hier sitze und mit euch überhaupt darüber philosophiere, weiß ich nicht. Ich habe mir die Zeit genommen, weil ich die Zeit hatte, weil ich am Arbeiten bin. So. Ich bin ja die Analogie, die auf alles aufpasst. Ich bin die Analogie, die den Digitalfluss fließen lässt und in verschiedene Himmelsrichtungen. Ich habe den Schalter, ich habe den digitalen Schalter und den kann ich hin und her und her und hin. Ich auch nicht. Du, ich konnte das auch nicht. Ich war fix und fertig. Während ich hier am Arbeiten war, bin ich eingeschlafen und dann habe ich alles unterbrochen. Bin gerade weiterhin hier kräftig am Arbeiten und mache die Aufträge fertig. Ich meine, dieses Wochenende ist ein reines Arbeitswochenende.
mit Ausruhen oder Relaxen schaffe ich nicht. Ich weiß gar nicht, wann ich heute, es kann sein, dass ich während dieser Arbeit wieder einschlafe, weil es ist Arbeit, es ist richtig Arbeit, es ist Zeit, viel Zeit, was hier drauf geht. Nein, wir haben uns gerade unterhalten, weil Netflix, sie hatte Netflix und zwar war Alien vs. Predator. Und sie hat also Elvis Alien vs. Predator abgerufen und ist dann dabei über eingeschlafen. Das muss ich leider auch sagen. Passiert euch das auch? Passiert da, und dann sind wir nicht alle ein bisschen, sind wir nicht alle ein bisschen Bluna, sind wir nicht alle ein bisschen Sinalco, sind wir nicht alle ein bisschen übergeknallt? So, ich habe mich hier euch präsentiert und ich habe einen Einblick gegeben von meiner digital-analogen Welt. Ich habe euch einen Einblick gegeben dessen, was ich machen könnte, wenn auch ich an diesem Geldhahn sitzen würde. Ich sitze aber leider nicht an diesem Geldhahn, ich sitze leider da, wo das Geld in den Hahn, ich muss also das Geld fließen lassen, ich muss leider alles bezahlen, das ist halt so. Und ich genieße halt, wie ihr da an dem Wasserhahn, ne? Ja, klar. Ja, mache ich. Ich werfe morgen früh ein, okay? Nicht jetzt. Ich bin hier wirklich beschäftigt. Ich habe hier so viel Arbeit. Ich will mich jetzt also nicht auf den Weg machen. Morgen früh. Ist versprochen. Habe ich nicht vergessen. Morgen früh lege ich es ein und du kannst dann, ne? Ist das okay? So, also wie gesagt, merkt ihr, ich finde es gut, dass das passiert, während die Kamera läuft. Und ich versuche daraus eine Sache zu schneiden, zu machen, zu tun. Ich hoffe, dieser Film, den ich euch jetzt generiert habe, ich hoffe, dass wer das wirklich tatsächlich gesehen hat, wer sich wirklich tatsächlich damit auskennt, weiß, worauf ich zielen möchte. Nicht nur, dass ihr mal mit den Urvölkern, mit den echten, wirklich tatsächlich echten, die auch ihren Schmuck verkaufen, Navajos, ja, die wirklich tatsächlich waschechte Navajos hier, da, wenn ich das höre, dieses, vielleicht ist das dieser Geist, den man da so gespürt hat, kann sein, dass der in mir steckt, ich weiß es nicht, soll mir auch egal sein, ihr mögt mich ja sowieso nicht. So, Sending Sunshine, yes, 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 ja, das finde ich stark, ich meine, ich liebe das, ich liebe das Ganze, weil man kann Sunshine, ne, also man, ich finde das toll, also ich bin hier am Arbeiten und ich werde begrüßt, ne, mit, und dass ich jetzt gesprochen habe, ist klar, weil ich jetzt nicht so lange textieren wollte. Wir sollen angeblich am 2. Juni 27 Grad bekommen, das kann ich euch jetzt auch sagen. Seht ihr, wie schnell hier kommuniziert wird? Und was habe ich gesagt? Krass. Okay, ich mache jetzt Ende, weil die Damen und Herren sind wach. Ihr merkt es, ich werde unterbrochen. Ich mache gerne Live-Videos. Und lass mich auch irritieren. So, that's all the world communication, that's all the world of Technologie. That's all only Samsung und wie die Panasonic und Leica. So, Leica ist egal, die ist geil. So, ihr geht also wie gesagt da rein, komm. Und dann seid ihr, also da solltet ihr den Finger nicht draufhalten. Und da erkläre ich jetzt zum Schluss, warum diese Sachen hier, diese Elektronik, wurde genau deswegen, was ich hier versucht gerade zu betreiben, in einem Kampfjet nicht möglich war. Die hatten zwar spezielle Handschuhe an, um da, die habe ich auch da liegen, zu arbeiten, aber trotzdem ging es nicht. So. Gewisse Technik wird aus gewissen Sachen entzogen, weil diese Technik nicht konform mit dem, der da analog arbeitet. So, natürlich gibt es Drohnen, das wisst ihr, die fliegen alleine. Nein, die fliegen auch nicht alleine. Da sitzt auch eine Analogie an einem Fernseher und steuert die Drohne. So, es reicht mit Informationen. Ich habe euch heute in diesem Video viele Informationen gegeben. Jeder für euch kann jetzt damit umgehen oder auch nicht. Ja? Gut, ich bin ja ehrlich. Während ich das jetzt hier gemacht habe,
habe ich natürlich mein Geld verdient, ist klar. Das muss ich ja zugeben. Ja? So, ich habe meine Zeit geopfert? Nein. Ich habe meine Zeit genutzt. Ich habe meine Zeit genutzt, um sowas zu machen. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich habe das zwar alles abgehangen, das hängt an sich an den Wänden, um daraus irgendwas zu machen. Natürlich haben wir auch überlegt und dabei hat mir dann die Elektronik geholfen, um es da hinten hinzubekommen. Ja? Und jetzt wirklich tatsächlich werde ich das Video unterbrechen, weil jetzt wirklich tatsächlich die Linguistik kommt. Ich muss etwas hören, was ihr nicht hört oder nicht hören sollt, weil es privat wird. Es wird langsam privat. Das da ist für die Öffentlichkeit. Ich präsentiere mich für die Öffentlichkeit. Ich bin eine öffentliche Person. Ihr dürft über mich denken, was ihr wollt. Das ist mir Jacke wie Hose. Denken dürft ihr. Wenn ihr mich kennenlernen möchtet, müsst ihr natürlich in die Welt der Analogie. Und dann können wir uns wirklich tatsächlich analogisch unterhalten. Wir können uns analogisch kennenlernen. Und wir können natürlich analogisch überdenken, ob wir mit dieser Technik irgendwas auf den Weg bringen, damit andere sich dann daran erfreuen. So, und da ich ja nur Feinde habe, interessiert es mich nicht. Weil die Feinde habe ich jetzt belustigt, die Feinde haben mal wieder textiert, die Feinde haben mal wieder sich amüsiert. Tja, es kommt ja immer auf den Grad der Intelligenz an. Und den Grad der Intelligenz kann man leider nicht, kann man nicht, geht nicht, kann man nicht messen. Man ist intelligent oder man ist es nicht.